Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Nachdem wir letzte Woche ja ein paar Mal das Thema Orcus Nightmare angesprochen haben, dachten wir jetzt, wir probieren es mal selber. Keine Ahnung, ob es so funktioniert, wird man gleich sehen, schätze ich mal. Los geht's! Justice. Die gleich durchkommt, wird man sehen. Jetzt muss er sich für was entscheiden. Und dann auch noch für einen Teil. Super. Ja, für manche ist auch Schere Stein Papier eine Wissenschaft. Anscheinend. Hallo, je nachdem, wer man fragt, nicht, dass man hier mit gezinkten Fingern spielt, ne? Du lachst, aber es gibt Schere Stein Papier-Weltmeisterschaften. Nicht nur in Deponien, ja. Ich weiß. Oh Gott, Zombie World. Wahrscheinlich hat sich Poki von den echten Schere Stein Papier-Weltmeisterschaften inspirieren lassen. Sonst wäre der wahrscheinlich da auch nicht drauf gekommen. Wahrscheinlich, weil das ist so dumm, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Dann ist es allerdings wiederum Poki. Der ist eigentlich extrem gut darin, sich Sachen auszudenken, für die man sich eigentlich nicht ausdenken kann, weil es zu dumm ist. Ja, und das ist noch. Und das sind zwei So, wie viel haben wir Effektpfeiler. denn? Combo. Combo-Wombo. Was können wir denn tun? Wir können. Irgendwas? Wir können halt Ah, den da. ja, Ja, okay. irgendwas Doch, oder es so, ist ja. ziemliches Party. Pass auf. Twin Twister Discard. Den Drop E Harfe? Nein. Oder? Discard unser Phantom Knight. Ja, stimmt, das macht mehr Sinn. So, dann ist der weg und blub. Keine So, Zombies, haben bitte. wir keine Zombie-Welt mehr. Ja, du kannst die Snow unchained, aber das würde ich an der Stelle nicht machen. Allerdings kannst du es gerne machen, da habe ich auch kein Problem mit. Ich weiß nicht, was er sonst unchainen will. Auf den Twin Twister. Oder weißt du gerade irgendeine Handjob, die auf Twin Twister geht? Danke. Dann banishen wir den mal und suchen mal Brigadine. Brigade, oder? Shade Brigadier. Brigadier? Brigadine. Brigadine, tatsächlich. Ich dachte irgendwie Brigadier, naja, egal. Dann das Ding bauen und dann die Harfe normeln. Also, ja, klar, Ja, erst setzen. Ja. Ja. So, jetzt Harfe. genau. Harfe normeln, weglinken in den Zweier. Warum können wir jetzt nicht den Orkus Zweier bauen? Wahrscheinlich, weil der dann zwei Effektmonster Ah, wahrscheinlich, weil oder? die Brigadine kein Effektmonster ist. Ja. Okay, was können wir dann jetzt bauen? Das hier können Nightmare. wir. Nightmare Phoenix können wir machen. Oder wir machen einfach den hier. Und legt den weg und ziehen und nächster aus dem Deck durch seinen Effekt und so weiter. Dann haben wir aber trotzdem nichts geschafft. Nee, wir müssen erst linken. Machen wir halt einen Phoenix. War halt der Twin Twister ein bisschen überflüssig. Ja. Nee, Quatsch war er nicht, weil ansonsten hätten wir den Typ, den hier nicht in den Friedhof gekriegt und dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Dann jetzt Banish für Dude aus dem Deck. Jetzt kann der Handjob kommen. Na? Dann jetzt Link in den Zweier. Leg zurück und such. Der zeigt hier drauf, genau. Genau. So, den haben. Na ja, gut, wir haben hier kein anderes Target. Genau, das gesetzte Ding aktivieren wir dann gleich, um den wegzulegen und zwei zu ziehen. Und dann nehmen wir den anderen im Friedhof und der kommt zurück. Ja, dann haben wir den Zweier wieder zurück. Genau, mit haben wir schon, ne? Ja. Wir sind leider Link Arrow technisch, haben wir leider minus 1 gehen müssen. Ja, weil der kein Effektmonster ist. Ja. Ja, gut, dann haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Nee, dann haben wir jetzt mal ein Go.
Andererseits hat sein Zug auch nicht gerade allerstärkste. Vielleicht hat er gar nicht so viel. Da ist auf jeden Fall das zweite Zombie-World. Ja, das will ich irgendwie nicht effektweilern. Aber wir können jetzt so tun, als ob wir eine Ash hätten. Ja gut, aber der spielt 5 plus Zombie-Worlds. Das war jetzt nicht so unwahrscheinlich. Mill halt erst und guck, ob du danach genug Attack hast, Kumpel. Ich meine, war jetzt nicht so, aber hätte ja sein können. Ich meine ja nur. Unter Umständen kommt da jetzt gleich was, was man durchaus wählen möchte. Ja, auf jeden Fall, aber jetzt wenn man es aktiviert. Vampire Sucker, okay. Ja, dann soll er mal aktivieren. Mhm. Achso, ja, weil das jetzt. So, dann ist einfach Vale auf den Sucker. So. Ja. Und da wäre er nicht once per turn ist, haben wir sogar noch einen anderen immer noch auf der Kante. So, du mal genau, den benutzen wir jetzt, um den Duda zu wählern. Nämlich den da. Genau. Denn anders als bei Skill Drain, ist er, wenn er den jetzt rebootet, immer noch gewählert. Also, negated. So, er hat genormelt. Viel sollte jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Er kann zwar eine Summon Sorceress holen, aber die hat kein Target. Wie viel Attack hat Summon Sorceress? Ach ja, stimmt. 2, 3. Die ist ja auch ein Zombie jetzt. Naja, aber jetzt muss der das wenigstens machen. Richtig. Und der muss sämtlich seine Friedhofskarten banishen. Also noch ein paar dabei, die nicht gebanished werden. Na, er banisht eine Karte aus der Hand. Weil er den Raid behalten wollte? Offensichtlich. Was hat er denn aus der Hand gebanished? Ja, das ist Summon Sorceress. F5? Nee, F6? Ja. Nash. Ja, Nash. Warum? Warum macht er wohl nicht mehr? Ja, an welchem Punkt ist der Raiden im Friedhof wichtiger als die Ash auf der Hand? Also er hat jetzt den großen Dude. Den Ballard auch, ja. Außer er hat keine Stufe 5 Synchro, was irgendwie komisch wäre. Nee, selbst er kann das weglinken. Ja. Und die muss ja nur irgendwie weggelegt werden, ne? Ja. Ja, ja. Cerberus, ja, kann man machen. Man hätte auch angreifen können. Ah, Ballard auch auf der Hand. Okay, dann nevermind, dann macht Sinn, dass er den abschmeißen wollte. Okay, Doppelballadroch ist durchaus etwas nerviger. Wobei, actually überhaupt nicht. Der ist once per turn. Ja, das macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ob er ein oder zwei Ballardroch draußen hat. Fakt ist halt, er hat Ballardroch draußen. Das ist der nervige Teil. Und wir kriegen einen ganzen Haufen Schaden, allerdings überleben wir es. Au. So, also es gibt ein paar Karten, die wir jetzt nachziehen können. Und wir haben sowieso Mathematiker und den... Ja, komm, Balladroch. Okay, also wenn er den Mathematiker negatet, haben wir so ziemlich gar nichts mehr, ne? Ja. Wir haben so oder so nicht viel, wir können einfach nicht viel machen. Ja, wir können es aber auch nicht rausbeten. Nein, wir können es einfach zusammenschieben. Vielleicht sein können, könnte es ja. Können könnte, tut's aber nicht. Wobei, vielleicht banished der? Nee. Gut. Okay, also, merken, das Ding ist ein normales Monster. Was kann der Vierer Orkost eigentlich? Der konnte, glaube ich, Sport sprengen oder irgend sowas. Ne, Attacke auf 0 runter und Effekte negaten. Ja, dann tun wir den rauskommen. Ja. Und dann links weiter. Ja, gut. Mhm. Sankel. Oh Gott, der Name. Egal, wir fangen mal an. Mhm. Das ist nicht viel. Das ist tatsächlich nicht viel. Dann setzt man Turn Twister und sind fertig. Mhm. Allerdings hat er 10 Karten. Ich sag jetzt, dass die Chance, dass er uns umbringt, ist gar nicht so hoch. Okay. Ja, wir wissen nicht, was im Spiel zu der spielt. Das wäre. Ah, okay.
Also die wollen wir, glaube ich, nicht Twin Twistern. Nein. Aber wenn er jetzt die, das Ding hat, was Katapult, sagt, er kann ich. Was kaputt. Genau, Katapult. Was hat er out? Nicht. Der sucht eine Fusion oder so, ne? Nee, der fusioniert. Nee, der kann fusionieren. Ja, dann darf der ja, mal. Dann fusioniert er jetzt mal. Weil der ganz große Dude kann uns, glaube ich, nicht umbringen. Den ganz großen Dude kann er mit dem Hund auch, glaube ich, nicht holen. Kann mich aber gerade irren. Ich glaube, für den großen brauchte er was. Aber ging mit dem Hund nicht. Nee, das ist. Was ist das denn? Was ist das denn? Megaton? Ich kenne nur Megaton. If this card attacks. If this card was Fusion Summon. It can attack. Okay. Leaves the battlefield because an opponent's card effect. Okay. Also den wollen wir nicht mit dem Karteneffekt abräumen. Ultimate Ancient Gear Golem hat aber keinen Effekt. Der hat auch nur, ist auch nur Beatstick. War das nicht der ganz große? Nein, das war Mega Pound. Ultimate Ancient Gear Golem ist einfach nur, der 3-3er, der aus 3 AE Ancient Gears besteht. Bloß viel machen können wir jetzt immer noch nicht. Wir könnten unser Dude setzen und Go sagen. Macht der Piercing Damage? Nee. Nö. Okay. Ultimate Ancient Gear, der macht Piercing Damage. Also der, den er holt. Und potenziell die Sachen, die er holt, wenn seine Angriff statt sterben geht. Die war, glaube ich, noch harmlos. Und wollen wir alle die nicht zerstören, weil die dann nochmal irgendwas konnte. Genau. Verdammt, wir hätten gerade was tun können. Wir hätten machen können, set die Trap, Twin Twister, auf die eigene Trap, discard den Ancient Cloak, ja stimmt, ja, das hat geklappt, stimmt. Banish, dann Normal Summon die Ash für sonst was und für Link 2, Underclock und dann Banish für Shade Brigadine und dann hätten wir den Vierer gehabt. Ja. Aber ist ja gut ausgegangen. Minimales Minus-Play. Aber hätte geklappt. Ja, dann machen wir mal die... Okay, jetzt, haben wir aber, Gönnung. Ja. Dann suchen wir... Dann haben wir mal Boots. Dann Normal Summon, Special Summon. So, und jetzt... Wenn wir jetzt den Dreier bauen, was wir jetzt ja tun... Mit Dreier meinst du... Bruchschwert. Bruchschwert, genau. Genau, jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir mit... Oder warte mal, können wir? Wenn wir jetzt Underclock mit den beiden basteln, dann können wir mit Gloves eine Trap reinlegen, dann die Trap banishen, um den wieder zu beschwören, können dann den Link-Boy beschwören. Können dann den seinen Effekt benutzen. Aber dann kommen wir danach nicht mehr weiter. Nee, dann einfach Breaksword. Ja. Dann schießt der mal seine Fortress hinten kaputt. Ach ja, der wird 1000 größer. Also. Ja, oder wir schießen ihn kaputt für den da. Er stirbt, holt den Ultimate Ancient Gear. Wir kriegen die beiden Viecher wieder, kriegen einen Dark Rebellion. Der Plan wäre eigentlich gewesen, seine andere kaputt zu schießen und dann über seinen Dude im Kampf drüber zu schliefen, weil dann kriegt er nichts. Das ist Viecher 3-3 und das hat... Achso, du meinst dann mit dem... Ja, ja gut, Dark Rebellion ist eine gute Karte. Das gilt aber nur, wenn der kein Viech auf der Hand hat, ne? Denk dran. Wieso? Weil der das sonst kann schmeißelt. Schützen? Nein, der special dann, wenn der zerstört wird. Special, der was aus der Hand deswegen wollte ich ja die Fortress jetzt kaputt schießen mit dem Breaksword. Die Fortress specialt auch. Wenn sie kaputt geht? Ja. Ach so. Ja. Ja gut, dann zerstören wir sein großes Ding. So, ja. Und er kriegt seinen wieder. Kann wahrscheinlich beides chainen. Beides? Ich dachte... Wann kann denn die Fortress jetzt was specialen? Wenn sie kaputt geht! Ah.
So, was kann jetzt der ganz große Dude? Nichts, der hat nur Attack und macht Piercing Damage. Und wenn er... Genau, weil er kein Ancient Gebot im Friedhof, glaube ich, oder? Genau. Okay. Ja, dann haben wir mal einen Rebellion. Vor allem, der Rebellion hat gleich richtig viel Attack. Das heißt, dem ist an der Ancient Gear Golem auch voll wurscht. Ja, wir bauen dann auch noch gleich Requiem draus. Können wir den jetzt einfach nicht zielen, oder was? Sagt die Fortress das vielleicht? Aber doch nur, wenn... Ach so. Doch, sagt... Okay. Ich hab doch gesagt, das Ding muss kaputt gehen! Da geht's halt jetzt kaputt. Ja. Dann schmeiß mal einen von den Primes weg. Ja. Returns. Returns, ja. Aber nur die Fortress, nicht den Field Spell. Ja. Da kommt zwar der Drache aus dem Friedhof wieder, aber der konnte, glaube ich, nichts Gefährliches. Ach, aus dem Friedhof darf er auch. Ja, Hand oder Friedhof. Ja, okay. Oder der. Der hat auch keinen wichtigen Effekt gehabt. Dann Rebellion, shrinkt mal den 3-3er zusammen. Und dann Requiem, shrinkt er den 4er zusammen. Bin noch gar kein Rank-Up. Den können wir aber gleich suchen. Ach ja. Boots hat einen Effekt. Ja. So. So. Aktivieren. Mhm. So, und jetzt ganz wichtig, als abgehängtes Material muss der Spell weg. Mhm. So. Kriegen wir noch einen Liefel hin irgendwie? Gloves? Wir haben noch keine der Traps benutzt, ne? Nee, dann Fogblade. Ja, dann Fogblade. Und dann können wir die noch banishen für Breaksword, ja, genau. Das sind 50, aber das sind aber glaube ich zu wenig Schaden immer noch. Nein, wir können Wing noch umdrehen. Ach ja, stimmt, Wing bufft ja auch noch. Aber jetzt erstmal Battleface und Stampf, das können wir noch einen Damage-Step machen. Ja. Erstmal jetzt mit Requiem über sein Null-Attack-Viech drüber. Bevor da was schief geht. Ja. Rums! So, und jetzt der andere da drüber und Damage-Step Wing. Noch nicht. Jetzt. Ja, das ist gleich wieder Damage. Oder ist es das? Doch, das ist ja genau richtig. Ist das nicht mal Damage Step in dem Programm? Ist ja auch egal. Ey. Alter, holy shit, ging der Zug da hinten los. Ich hatte irgendwie gedacht, der hätte 3-4, nicht 4-4, der Ultimate. Das ist das Problem, wenn man einfach nur große Beatsticks beschreibt, muss man immer damit rechnen, aus Versehen zufälligerweise zu sterben. Gerade heutzutage, ich meine, jedes vernünftige Sky Striker Deck hätte das Ding da abgeräumt, sich dann seinen großen Dude genommst und wäre ihm damit auch aufs Maul gestiefelt. Ja. Heutzutage kann man keine großen Beatsticks bauen, weil Sky Striker rumläuft. Mhm. Und zumindest keine großen Beatsticks, die noch irgendwas anderes können. Ja, und ich würde mal sagen, wären wir gerade nicht auf Yu-Gi-Oh! Pro Links Versus, wo man für einen Zug nur extrem wenig Zeit hat, hätten wir lang genug überlegt und wären auf diese Kombi sogar komplett gekommen. Und nicht erst während wir sie gespielt haben. Naja, es war schon von Anfang an die Idee gewesen, auf den Requiem zu gehen und über seinen Dude drüber zu stiefeln. Dass wir ihn bei der Gelegenheit auch noch umbringen können, hat sich dann erst so ergeben. Ja. Warte, wie er es gespielt hat. Ja, wie gesagt, weil ich meine, es hätte ihn ja auch nichts dran gehindert, den Dude in Death zu holen. So, ich meine ja nur. Ja, aber der hat es ja nur 3-3, druff! Es hätte ihn nichts dran gehindert. Nee, ja, wenn er den Death geholt hätte, hätten wir ihn nicht killen können. Dann wäre er auf 600 HP runter gewesen. Und wir hätten einfach einen 7400er Beatstick gehabt. Mit dem Deck. Ja, und er sein Dude nach wie vor auf dem Feld. Ja, aber der hat dann immer noch nur 1650 Attacke gehabt und ich glaube, genau. Ancient Gear hat echt nicht viel, um mit Beatsticks fertig zu werden, ironischerweise. Kann sein. Außer, zumal wir noch einen Monster-Effekt Negate haben, weil Requiem ist gut. Ja, das und wir haben noch eine Ash. Das heißt, dieses Katapult, ja. das Katapult hat, glaube ich, geht nicht. Mhm. Na dann. Mhm. Dann, war das. Also. PK Orkust. Mhm. Schneide ich's. Ja, ich werde es wahrscheinlich reinschneiden. Habt ihr die Änderung gesehen, die wir gemacht haben? Ja, das ist auch mal schön, wenn man beim Testen. Dafür testen wir ja Decks, damit man sowas rausfindet. Ja. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich wie immer mögliche Decks in die Kommentare schreiben, die wir spielen könnten. Wobei ich nochmal darauf hinweisen möchte: nur TCG-Decks und nur realistische Decks. Wir werden keins
Wir werden kein Salamand Great Deck spielen, weil das Deck ist scheiße. Und wir werden auch kein Story World Legacy Deck spielen. Nur weil diese Karten irgendwo Synergie haben. Und auch schwer ungern sowas wie Goki oder andere FTKs. Ja, weil FTKs sowieso nicht. FTKs sowieso nicht, das wird nicht passieren. Ja, weil es einfach nicht interaktiv ist. Goldfischen kann man auch allein, dafür braucht man keinen Gegner. In FTK haben wir schon gesagt, dass wir keine Zuschauerdecks nehmen, die das spielen. Da wird man sich sicher nicht selber machen. Eben. Ich meine, auf Yu-Gi-Oh! Pro Links Worlds gibt es tatsächlich keinen Bot, aber es gibt Yu-Gi-Oh! Pro Programme mit Bot und gegen die kann man dann genug Gold fischen. Ja. Weil man muss eigentlich nicht. Für FTKs braucht man eigentlich nicht mal ein Yu-Gi-Oh! Pro Programm. Man kann diese Züge kann man rein im Kopf machen, theoretisch. Sollte man auch. Man muss einfach irgendwann. Beziehungsweise sollte man es mit richtigen Karten machen, damit man sich gleich daran gewöhnt, Chainlinks anzusagen und so weiter. Ja, gut, das kann man machen, aber in jedem Fall muss man dann einfach nur sich überlegen, welche Karten habe ich auf meiner Hand, wie müsste damit die Combo aussehen, an welcher Punkt würden mich welche Handjobs am meisten nerven und leg die halt entsprechend noch im Kopf rein. Genau. Am besten immer mit zwei Handjobs an den ungünstigsten Punkten ausgehen, dann ist man auf die meisten Individualitäten gewappnet. Dafür muss man keine Yu-Gi-Oh! Pro-Programme, Spieler, ich habe den Satz falsch angefangen, auf den Sack gehen. Ja. Ja, gut, dann bis morgen an Weihnachten. Ihr seht das gerade an Heiligabend, also ja, dann ist morgen Weihnachten, ja. Deswegen sage ich jetzt auch noch frohe Weihnachten, weil sagt man morgen. Naja, aber wenn man das hier schaut, dann geht das sehr wohl. Ja, nee, jetzt. Also können wir eigentlich jetzt schon frohes Fest sagen. Nein, jetzt das Video kommt doch am 24. hoch und Weihnachten ist 25. Frohe Weihnachten sagt man erst am 25. Aber deswegen habe ich auch frohes Fest gesagt und nicht frohe Weihnachten. Haha. Ja gut, das kannst du sagen. Bis morgen. Bis morgen.